Charlottenburger Midsommernacht im Mommsenstadion. Ein Highlight, das Highlight für die Leichtathleten des SCC Berlin. In zahlreichen Disziplinen vom Sprung über Langlauf und Sprint maßen sich die Teilnehmer aus Berlin sowie der internationalen Leichtathletik-Szene. Ja, das Midsommernacht-Sportfest, das ist traditionell, wie gesagt, zum 24. Mal gibt es das schon. Und das ist unser kleines Highlight, was die Veranstaltung betrifft, für die Leichtathletikabteilung des SC Charlottenburg. Und ja, wir sind ganz stolz, dass wir im Prinzip es auch dieses Jahr wieder geschafft haben, hier einen tollen Mix aus Lokalmatadoren, aus nationalen Topathleten, wir haben auch internationale Gäste dabei, dass wir die hier ins Mommsenstadion locken konnten und ja, hochklassige Wettbewerbe hier anbieten können. Los ging es mit dem 100-Meter-Sprint der Herren. Hier siegte Sibu Siso Matsentwa aus Swasiland vor seinem südafrikanischen Kontrahenten Anaso Jobotwana. Lukas Jakubczyk vom SCC Berlin belegte in 10,48 Sekunden den dritten Platz. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Jetzt war der vierte Wettkampf innerhalb von 3,5 Wochen und hat da schon mir so ausgerechnet Richtung 10,30 mich zu bewegen. Es sind immer noch technische Fehler, die leider passieren. Aufgrund von fehlendem Training. Dafür war die Leistung heute im direkten Vergleich mit der Konkurrenz ganz akzeptabel, aber sicherlich am Ende die Zeit, da hätte noch mehr rauskommen können. Ist jetzt auch der letzte Wettkampf auf dieser Bahn. Ab Montag wird die abgerissen und neu gemacht und dann für nächstes Jahr, denke ich, können wir uns wieder was Neues vornehmen. Zur Fußball-WM 2006 wurde das Mommsenstadion zuletzt saniert. Jetzt wird die betagte Rennbahn erneuert. Der SCC freut sich. Ja, das Mommsenstadion, das ist unsere Heimat. Das ist unser Wohnzimmer und das ist auf jeden Fall überholungsbedürftig. Wir sind ganz glücklich, dass nächstes Jahr in Berlin die Leichtathletik auflebt mit der Europameisterschaft und dass dieses Stadion eben als Trainingsstadion wieder auserkoren wurde und dementsprechend einen neuen Belag bekommt. Weiter ging es im Weitsprung der Frauen. Hier siegte die Südafrikanerin Samantha Pretorius, die Berlinerin Sogna Savitukante und Helen Stramm kamen auf die Plätze 2 und 3. Also aufs Treppchen, herzlichen Glückwunsch. Richtig spannend wurde es dann auf der Mittelstrecke, auf der längeren Distanz. Über 1500 Meter rangen die Athleten um den Siegerplatz. Am Ende hatte auch hier Südafrika mit dem Läufer Kosinati Sbia die Nase vorn. Sebastian Schenk aus Spandau und Fabian Clarkson vom SCC Berlin landeten auf den Plätzen 2 und 3. Noch wichtiger als die Platzierung war den Athleten aber die sportliche Begegnung. Clarkson zollt seinen Kontrahenten durchaus große Anerkennung. Ein Kollege aus Südafrika hat sich das Ding geschnappt, der scheint ordentlich gut drauf zu sein. Wir haben vor dem Laufen ein bisschen gequatscht, der kann auch richtig, richtig schnell laufen, denke ich. Der hat auch Ambitionen unter 3,40 zu laufen. Der scheint stark zu sein und den Sebastian Schenk, den kenne ich ja schon ein bisschen besser, der ist auch Berliner und wir laufen häufiger zusammen, wir sind zusammen an der Uni und machen da auch ab und zu mal Dauerläufe zusammen und der hat heute halt sich die deutsche Norm gesichert und darum ging es, glaube ich, hauptsächlich für ihn. Er hat jetzt ein paar Verletzungsprobleme im Frühjahr und ist jetzt in relativ kurzer Zeit doch erstaunlich fit wieder geworden. Freut mich natürlich. So war es am Ende für alle, für die Berliner und auch für die internationalen Sportler. Eine fantastische Sommernacht mit Sport und Spannung.